Ich kann's euch auch gleich sagen. Ich muss für zwei essen. Herrgott, Edi, wie viele Kinder brauchst du denn noch? Was ist denn passiert? Edi hat schon wieder einen Braten in der Röhre. Ich mache weiter, bis ich einen Jungen bekomme. Von denen nicht schon genug? Mrs. Haynes, ich weiß gar nicht, wie Sie trotz Ihrer vielen Termine noch die Zeit für gemeinnützige Arbeit finden. Tja, die Pharmaindustrie hilft. Oh. Edi, ich wollte eigentlich nichts sagen. Mary ist für mich wie eine Schwester. Mary? Es bleibt unter uns, klar? Steven hat eine Affäre. Oh mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein. Er hat was mit einer Verkäuferin aus der Parfumabteilung angefangen. Dieses Spritzergirl? Ja, ist das zu fassen? Wow. Der reine Wahnsinn. Gott, Alex, nicht jetzt. Wie verkraftet sie das? Sie weiß es gar nicht. Was heißt ihr bitte, sie weiß es nicht? Wir haben ein Geheimnis und sie ist nicht eingeweiht. Wir müssen ihr das schleunigst beibringen. Mel, es gibt einen Grund, wieso wir uns alle heute hier bei dir treffen. Ach, geht's hier etwa um diese Parfumschlampe? Du hast es schon gewusst und mir nichts gesagt? Also ganz ehrlich, Mary, ich bin sowas von enttäuscht. Du? Du bist doch nicht so aufgeregt. Ich weiß Bescheid. Ich habe dir ein Gimlet bestellt. Eigentlich trinkst du ja nachmittags nichts, aber glaub mir, irgendwann wirst du damit anfangen. Wieso also nicht gleich? Steven, wie wär's, wenn ich uns ein romantisches Essen zaubere? Das viereckige weiße Ding in der Küche, aus dem die Flammen schlagen, ist der Herd. Mary, sie ist hier, in dem Ankleideraum gegenüber. Was? Du gehst jetzt da rein und fährst deine Krallen aus. Also los, geh rüber und mach sie fertig. Mary ist unsere Freundin. Hören Sie auf damit. Vergessen Sie es einfach. Tut mir echt leid. Ich kann nicht länger bleiben. Meine Fruchtblase ist gerade geplatzt.